Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 ein. Red Bull, Hamilton und Kimi Räikkönen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht.
raus. Fahr jetzt raus. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Safety Car Phase endet.
enttäuschendes Resultat. Aber wir werden versuchen, beim nächsten Mal zurückzuschlagen. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.